Hallo Freunde der Spiegeltour, ich habe Großes zu verkünden und zwar der Kräuterkunde hat angefangen herzustellen und dann sind zwei Wölfe aufgetaucht und haben ihn gefressen. Das ist so eine richtig klassische Geschichte. Das gleich kann aber anfangen. Wie ist es eigentlich? Haben wir nicht irgendwelche Baumsetzlinge auch hingesetzt? Habe ich nicht irgendwann gesagt, so Aufförstung wäre auch ganz cool. Gerade ist übrigens der Marktplatz fertig geworden. Aber ich glaube nicht, ne? Eichensprösslinge anpflanzen. Und auch hier Wacholder. Wie war es denn mit dem Konnt der Geomanten? Ich habe einen gewissen Level. Naja, trenne die Samen vom Knospen, aber erst ab Level 3. Also stell noch ein paar her. Sehr schön. Also irgendwie war was kaputt an dem Dinger, aber jetzt geht's ja. Ah, sehr schön. Hier können wir wenigstens Tränke reinmachen. In unsere Eckregale. Ich gucke jetzt mal wegen den legendären Sachen. Gewebter Griff haben wir hergestellt. Wir haben drei silber gesponnene Teile gemacht. Den Phönix-Mechanismus, dafür müssen wir erst unseren wundervollen Ingenieur auf Stufe 4 muss der sein. Was hat der denn im Moment? Ach, der wird gleich Stufe 3. Und dafür brauchen wir auch noch mehr Schmiedfertigkeiten. Rahmen des Riesen. Ach, der ist jetzt Level 2 und nicht Level 3. Dann dauert das noch ein bisschen. Den kannst du herstellen. So ein paar Kupferbarren gehen auch nachher. Oh, ihr sollt nicht reden, ihr sollt arbeiten. Weiß, ihr habt nichts zu tun. Also werdet ihr Ressourcen sammeln. Buckbuckfutter ist Mais. Das ist ja schlecht. Babykürbisse, dann haben wir reifer Heilbronn, grüner Kürbis, da ist auch Mais. Wir haben drei Felder Mais. Wie kann das sein, dass wir ein Maisproblem haben?
Machen wir noch einen Farmer. Mal kurz überprüfen, ob jetzt einer der Farmer kein Bett mehr hat. Alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die güldenen Kürbisse brauche. Aber holt mal Buckbuckfutter. Ah, sehr schön. Atem des Lebens. Der Gourmand kann jetzt grundlegende Golems herstellen. Und kann drei gleichzeitig von ihnen aktiv halten. Na toll. Da wollte es dann auch nicht, dass es zu viele davon gibt. Wow, das ist dann für eine einzelne Person. Aber es bringt wieder ein bisschen Kohle. Was für ein kulturell berührter Ort. Stärke, Mut, Ausdauer. Stärke, Mut, Ausdauer. Hoffen wir mal, dass die nicht die Sachen klauen. Glänzender Reif. Ach, das ist für unsere Kleriker. Und da fehlen mir jetzt auch die Eisenbarren für. Kann der Geomant nicht ein Wald voller Bäume sprießen lassen? Ah, er kann jetzt wenigstens die Samen abtrennen. Ja, und die grundlegenden Golems herstellen, ne? Moment, stell eine Golem-Werkbank her. Also jetzt seid ihr ja auf Blutdurst. Stell einfach mal 10 Rüben-Schussdinger ein. Der Geomant ist auch fleißig am Arbeiten. Wehe, einer klaut das,
das Elixier, was wir brauchen für diesen, für das dämliche Schild. Wenn ich es finde. Okay, Riesengesicht haben wir also nicht hergestellt. Also, stell den her. Dafür brauchen wir die drei Eisenbarren. Bla bla bla, berühmter Koch, komm vorbei. Ich will aber nichts von dir haben. Aber du kannst von mir Schilde kaufen. Ach, und sonst weiß ich nicht. Haben noch ein Eisen unten gefunden. Der Eisenbarren wird sich dir zeigen, wenn du ihn hergestellt hast. Ach, Steinmetz Stufe 6. Bist du kein Steinmetz Stufe 6? Ein bisschen Goldflocken her. Podiumteile können sich auch noch als nützlich erweisen. Ich weiß gar nicht, wofür wir die funkelnde Plombe brauchen. Und plötzlich fehlt Erz. Aber egal, wir können theoretisch wenn ich feststelle, wer es nochmal hergestellt hat, das Schild herstellen, oder? Sobald wir Stufe 6 sind mit unserem Steinmetz und das kann nur 10 Jahre dauern. Das rollende Töpfer-3-Studio kommt vorbei und sagt Hallo. Ah, der hat die Samen aufgesplittet. Dann schauen wir mal. Sehen die wenigstens irgendwie toll aus? Nö. Das wird sehr hilfreich sein, so viel Essenz für den Geomanten zu produzieren. Dann hol die zwei da noch weg. Und hier oben ist auch mal wieder Zeit zum Abernten. Schauen, ob das andere Geomanten, also die andere Geomantenwerkbank da gebastelt hat. Aber es ist schon ganz nett, dass das die einzigen Sachen sind, die wirklich so, wie soll man sagen, ein bisschen interessant aussehen. Diese Geomantenstation. Weil es einfach mal so ein bisschen abgespaceder ist.
So, mach mal zwei Grillen-Golems. Beschwört ein Gebirgsgeysir. Ach, dafür brauchen wir Stufe 4. Lebt unser Grillengolem eigentlich noch? Ach, Steinmetz Level 6 erreicht. Du Tier. Engine-Fehler, ein Traum wird wahr. Egal. Stell das Schild her und das wird dann von irgendeinem der Ritter geholt. So, der gewebte Griff. Ach, da brauchen wir die Plombe für. Da können wir ein verziertes Schwert machen für Krieger Level 5. Also Kämpfer. Aber dafür muss unser Schmied auch noch besser werden. Also weiter Erze einschmelzen. Oh, sehr schön, es befüllt wirklich die Lager dann. Das sind also wie drei kleine Arbeiter. Warum arbeitet ihr da an der Seite eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil ihr Jobs habt, wo ihr nur tragen dürft maximal. Aber selbst dann könntet ihr gerade in die Mine runtergehen und den ganzen Scheiß wegholen. Ihr könnt hier oben anfangen, den Wald abzuruhen, den ich so wundervoll hässlich hier gepflanzt habe. Ach ja. Schlaft einfach, wo ihr wollt. So hat es Gott gewollt. Geht raus in die Welt und schlaft, wo ihr wollt. Wenn ich jetzt ein neues Bauprojekt anfange, klappt das bestimmt überhaupt nicht. Ah, guck mal, die Bäume, wie ich einen Baum abholze, wächst sofort darunter einer nach. Beziehungsweise wird größer.
Was sagt mein Stadtlager? Dass meine Kapazität bald erreicht sein könnte. Ob wir gerade Besuch aus dem Wald kriegen. Ob der versucht, mit seinem Kopf durch die Tür... Ich muss damit aufhören. Ich weiß, es ist schrecklich. Hat eigentlich irgendjemand von euch das legendäre Schild genommen? Oder ist das noch in Produktion? Es wurde fertig gemacht. Das müsst ihr nicht herstellen. Das kommt automatisch. Stellen wir mal 3 Feuerkocher her. Ich glaube doch, der hier hat das legendäre Schild in der Hand. Das ist aber viel Holz. So, Kräuterarzt, peppel mal die ganzen Leute wieder auf. Mit einer Kombo muss ich daran denken, dass ich diese Varanus heute mal kaufe. Nehmen wir eben weg. Vor allem mal eben. Und ja, es könnte ein Burggraben werden. Ist Burggraben übertrieben? Ich würde schon mal gerne ein bisschen eingrenzen, dass ich hier ständig angegriffen werde. Und ja, normalerweise machen die Leute dann einfach diesen Zaun, den ich vorhin auch mal hatte, aber ich finde, das sieht doof aus. Wir können doch lieber eine natürliche Barriere machen. Oh, krass. Wir kriegen eins an Varanus-Haut. So, dann stellen wir noch einen der Golems her. Die Golems können wir eh noch nicht herstellen. Maulwurf. Füllt Lagerbefüllung auf. Denk mal nicht, dass der Lagerbefüllung macht. Kein Berg kann der Spitzhacke des Maulwurfs widerstehen. Ich denke mal, der würde als Minenarbeiter unterwegs sein. Ah, meine ersten Setzlinge gedeihen.
Lieber Schmied. Ich muss sagen, du hast recht wenig Eisen gefunden. Was echt kacke ist. Wo sind denn schon wieder alle? Untätig. Holt Essen. Untätig. Habe ich irgendwie verpasst was, dass im Moment Zeit des Nicht-Arbeitens ist? Manchmal scheinen die echt nur Bock zu haben, 5 Minuten zu arbeiten. Das war's dann. Also meine einzige Hoffnung, den Geomanten so weit zu verbessern, dass wir ganz viele von andersrassigen, ach, andersrasse ist falsch. Stell mal 10 von den Steinen noch her. Es lebt und läuft weg. Es lebt auch und läuft weg. Hoffen wir mal, dass die jetzt aktiv bleiben. Wow, eine große Kaktuspflanze, die ich nicht haben will. Es wird Zeit, das nächste Projekt in Angriff zu nehmen. Ich meine jetzt nicht als Let's Play, sondern Sachen aufzubauen. Will doch in der Minenarbeit einfach schneller werden. Ja, nicht Minenarbeit, sondern, ach doch, an sich ist Minenarbeit das richtige Wort, was ich gesucht habe. Moment, ich verbiete tragen, bauen. Mit Job dürfte er doch arbeiten. Stadtwaren voll. Erstlinge werden keine weiteren Ressourcen ernten, wenn deine Stadt zu viele Waren hat. Lagerbehälter zählen als Waren und erhöhen nicht das Limit. Verkaufe nicht benötige Waren oder zerstöre Waren. Diamanten Level 4. Alarm, das Stadtlager ist voll. Deaktiviere Stadtlager-Limit. Verkaufe Waren, die du nicht brauchst. Ich brauche immer alle Waren, die ich besitze. Produziert nur das eine, bitte. Natürlich fehlt da gerade was. Wahrscheinlich muss ich speichern und neu laden, damit das übernommen wird, dass dieses Stadtlagerlimit nicht mehr existiert. Naja, aber an der Stelle erstmal der Break. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge von Stonehouse und vielleicht schaffe ich es endlich mal ein Bauprojekt zu starten und nicht nur legendäre Sachen zu produzieren.
Wie sieht's denn beim Ingenieur aus? Ach, der baut ja jetzt auch nichts mehr, weil wir voll sind. Oh, immer diese Arbeit.